Also, salut zusammen, ich bin wieder Eugen. Ich komme heute mal mit einem anderen Deck-Profile. Jetzt habe ich halt über mehrere Wochen halt mehrere Turniere gespielt. Jetzt zeige ich jetzt einfach das Deck, das ich sechsmal hintereinander gewonnen habe. Immer ersten Platz und immer 2-0. Also praktisch immer 2-0. Bin aus der Turnierrunde rausgegangen. Leader. Der Leader war Vegeta, echt wegen dem Crit. Und wenn man das Deck dazu sieht, weiß man dann, warum ich den Deck Leader genommen habe. Also, ich spiele genau einen einzigen One-Drop, das ist der Buu. Einfach viermal. Ja, das ist halt einfach eine gute Fiefer-Combo und der Lesho, dass man mit dem kann ziehen kann, ist echt schon super. Der Best finde ich halt der Trunks. Mit dem kann man halt, wenn man Combo gibt, in seinem Zug wieder eine blaue Energie antappen. Effekt von, zum Beispiel, meine Lieblingscombo ist halt einfach Effekt von Vegeta. Nehmen wir das Leben, zahlen einen roten und zahlen E. Und habe wie nichts ausgegeben und habe dem Gegner definitiv ein Double Crit genommen, was natürlich sehr wichtig ist. Halt. Und ich finde auch, was Double Crit ist, tut gut dreimal weh. Über die Karte muss man nicht groß diskutieren, beste Karte immer noch. Jetzt im Set 3 kommen die neuen Super-Combo-Karten raus. Mal schauen, wie die werden sie vom Blau. Aber im aktuellen Format immer noch perfekt. Jetzt kommen wir zu meiner zweiten Lieblingskarte im ganzen Deck, der Combo Gohan. Viermal, wenn ich könnte, würde ich sogar 8 spielen. Einfach Porno, weil der einfach aufs Feld kommt und im gegnerischen Zug wieder standet. Also über das muss man nicht diskutieren. Das hier ist halt einfach ein bisschen aus Defense, aber auch schon ausgespielt für mit 16.000 anzugreifen, was eigentlich auch recht okay ist. Weil das zählt gleich viel wie 20.000. Also wenn der Gegner bei 15.000 ist, muss er gleich mindestens noch 5 mindestens, also geben. Und wenn du halt da noch 5 gibst, muss er halt 10 geben. Und allein schon die Combo-Ability, dass du halt etwas im gegnerischen Zug... im gegnerischen Zug etwas kannst retour geben, ist halt einfach auch super. MVP vom Turnier. 2 blaue Energie, über das muss man nicht diskutieren, 20.000 direkt in deine Fresse und ja, das ist echt die beste Karte, mit der habe ich einfach gewonnen. Aber 4-mal Champa, Double Strike Crit, Vegeta, keine Frage. 4-mal der Combo Goten, ich habe dann meistens im Game 2 nach rausgenommen, außer ich gegen Grün gespielt, dann habe ich dann drinnen behalten. Das ist das einzige, was ich machen im ganzen Deck gegen den Android-Blocker halt. Und darum habe ich dann auch drinnen gelabert. Wenn du gegen Gelb spielst, ist es meistens kein Problem damit. Ich spiele insgesamt 8 schwarze Karten. Der Trunks 3-mal, wo ich ziehen kann. Also, ich spiele Trunks aus, schaue die obersten 2 Karten an. Wenn die andere Karte auch gut ist, Attack Vegeta, die andere Karte auf der Hand. Also, ja. Tschüss, ich komme gerade. 2-mal der Mira. Dead Crit, pervers. Also das ist echt 2 Crit-Viecher, die permanent stressen, das ist echt super. Aber ja, über Barrock muss man nicht diskutieren. Der killt Sport, außer wenn der Blocker hat. Darum spiele ich eben diese Karte. Und darum eben ja. Das ist halt einfach die Removal. Und wenn der Blocker spielt, hat einfach das vor allem. Aber das, eben wie gesagt, das ist halt schon gut. Juicy kommt gerade! Juicy, der Kameramann. Also, die letzten 10 Karten, das sind Spells. 4-mal Negations, habe ich meistens rausgenommen. Aber wenn du gegen Agro spielst, super. 4-mal Sensubin, Untap und Perfekt. Einfach, ja, Boost für End of Turn, das ist echt auch gut. Und einfach 2-mal der Monaco, für wenn noch mehr Double Strike kommt. Und ja, nächste Woche, wenn wir Set 3 haben hier, mache ich das Case auf, würde die Kamera die ganze Zeit laufen, können wir mal schauen, was ich so rausziehe. Und...